Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Kleines Update, kurze Echtzeit-Impression der Kaltfront heute am 28. August. Die Kaltfront, die kurze Wärme, den kurzen Hitzepeak nochmal hier vertreibt. Hatte heute ja schon verbreitet über 25 Grad und jetzt kommt diese kräftige Front, die sich über den Tag schon hier im Südwesten gebildet hat, mit voller Kraft hier, mit Gewittern durchsetzt, Starkregen, auch Hagel tatsächlich möglich, sogar schwere Sturmböen, also alles dabei, hat Unwetterpotenzial, Starkregen, wie gesagt, Überschwemmungen, alles dabei. Die Front zieht eigentlich nicht besonders schnell, aber auch nicht besonders langsam, also eigentlich eher normal, aber sie hat eben dann punktuell eben hier Starkregen im Gepäck, wie zu sehen ist. Und natürlich auch Blitz und Donner. Wind ist noch mäßig hier. Kein Hagel aktuell. Aber so sieht's aus. Einfach ein kleines Wetter-Update-Video. Ich glaube, ich hätte mal Lust so auf wirklich regelmäßig oder halt dauerhaft Prognosen beziehungsweise vielleicht auch Rückblicke und eben hier so Live-Wetter-Impressionen. Das macht mir sehr Spaß und ist persönlich auch ein Interessengebiet von mir, was eben sehr stark ist. Also es macht mir sehr Spaß. Deswegen könnte es sein, dass in Zukunft dann auch mehr Wetter kommt. Wir werden es sehen. So ist es auf jeden Fall jetzt aktuell hier in Nürnberg um circa 16 Uhr. So sieht es aus. Wir haben aktuell wirklich einen starken Starkregenkern. Also wir sind sozusagen in einer exponierten Lage hier in Nürnberg. Ja, also besonders hier gerade heftiger Regen. Kann es auch eben hier so kleine Überschwemmungen geben. Ja. Gullis können auch volllaufen. Blitze jetzt nicht so häufig. Am gefährlichsten ist tatsächlich der Starkregen und die Böen. Da hat man es gehört. Die Böen und der Regen ist definitiv so das Gefährlichste. Das Ding ist, ich gehe jetzt gleich spazieren. Natürlich muss ich jetzt erstmal abwarten, bis das hier so sich ein bisschen beruhigt hat, ne? Bis es zu einem mäßigen Regen wird. Wenn erstmal die Vorderseite der Front durchgezogen ist, dann wird es natürlich auch sofort viel ruhiger. Ne? Das beruhigt sich ja sehr schnell. Ist jetzt keine Riesenfront. Ist groß, die ist dick, die bleibt auch bestimmt 2-3 Stunden mit mäßigem Regen. Aber so ein heftiger Starkregen ist natürlich nur vorderseitig, ne? Quasi bevor die Luftmasse sich austauscht. Und ja. Also auch hier wieder Entwurzelungsgefahr. Gefahr vor umstürzenden Gegenständen, herabstürzenden Gegenständen, abgedeckten Dächern. Natürlich auch von Überflutungen, vollgelaufenen Kellern, vollgelaufenen Gullis, alles natürlich mit dabei. So wie man es gewohnt ist. Und natürlich mit Einzug der Kaltfront hat sich natürlich jetzt schon ordentlich abgekühlt. Von ca. 25, 26 Grad sind wir jetzt ganz schnell schon so auf die 20, ja, teilweise auch leichter runter. Also da geht es dann rasant runter und die nächsten Tage bleibt es auch so. Das heißt, das ist jetzt wieder der Anfang eines neuen Tiefdruck geprägten Wetterabschnitts. Ja, das war ja die letzten Tage ähnlich. Jetzt kam noch mal kurz die Wärme am Freitag und die wird jetzt auch schnell wieder verdrängt. Eben mit dieser Kaltfront, das heißt im Südwesten ist es schon durchgezogen. Da ist es schon deutlich frischer und da bleibt es die nächsten Tage auch frischer und klarer. Auch die Nächte werden teilweise einstellig. Kann sogar teilweise in den Bodenfrost gehen, in den höher gelegenen Tälern, Nikolen reden. Berggipfeln, ne, Gebirgslagen, exponierte Lagen, da kann es dann richtig kalt werden. Auch mit Schnee bis 2000 Meter ungefähr, also in den Alpengipfeln, an der Zugspitze auf jeden Fall, da gibt es ordentlich Neuschnee. Und im Alpenrand in den tieferen Lagen gibt es dann Dauerregen, der dann teilweise über das ganze Wochenende anhält und dann Regenmassen von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter oder sogar noch mehr bringt. Bei uns weniger, aber auch bei uns um die 20, 30, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Jetzt bei so Starkregenereignissen wie hier können sich da noch mehr ansammeln. Also das hier, allein dieses Ereignis hier könnte schon heute die 20, 30 oder 40 Liter knacken. Und dann kommt ja noch der Samstag und der Sonntag, wo natürlich auch die Schauergefahr verbreitet hoch ist. Also ein neuer Tiefdruck geprägter Abschnitt, was wir seltener haben. Also da können jetzt auch schon innerhalb eben 24 Stunden bzw. wenigen Stunden halt sich natürlich enorme Regenmassen bilden. Aktuell, hier sieht man es an der Straße hier, sammelt sich schon das Wasser. Das heißt, da steht es quasi schon unter Wasser. Das heißt, wir haben hier schon eine
erhöhte Überflutungsgefahr und tatsächlich auch schon die ersten Überflutungen, kleine Überflutungen. Wie gesagt, Gefahr von volllaufenden Kellern, alles weitere wird man dann sehen. Also tatsächlich eine Kaltfront, die uns endlich in Mittelfranken endlich mal eine ordentliche Regenklatsche verpasst. Und auch teilweise die südliche Mitte, Unterfranken, Oberfranken, Oberpfalz bekommen dann endlich auch mal wieder eine Regendusche, die diese Gebiete auf jeden Fall auch brauchen. Hier und da kann es dann auch wieder zu viel werden, eben bei lokalen Starkregenereignissen, wie jetzt eigentlich auch schon hier. Es ist eigentlich jetzt auch schon fast zu viel. Der trockene Boden kann das Wasser natürlich nicht speichern, nicht aufnehmen, der ist es nicht gewohnt. Und ja, das erste Mal nach längerer Zeit haben wir jetzt dann wieder einen Tiefdruckblock, der vielleicht auch etwas länger dauert, also nicht nur ein, zwei Tage, sondern auch mal knapp eine Woche ungefähr. Wobei da die Prognosen auch wieder auseinandergehen. Das Tief hat doch nicht so eine Beständigkeit wie erwartet, aber wir werden sehen, es kann sich auch noch ändern. Aber es sieht allgemein für die nächsten Wochen definitiv wechselhaft aus. Zu nass teilweise und auch eher unterkühlt als zu warm. Höchstens normal temperiert, aber tatsächlich sieht es eher nach einem zu kühlen September aus und auch nach einem zu nassen. Zumindest im Süden. In der Mitte, das ist natürlich noch nicht ganz sicher, da gehen die Prognosen weit auseinander. Da werden in den letzten Tagen immer wieder neue Läufe berechnet, die dann doch in der Überzahl eher trockene Prognosen zeigen. Und gespannt wird natürlich die ganze Herbstbilanz. Die Sommerbilanz ist ja jetzt eigentlich schon gezogen. Wir haben Ende August, das heißt, der meteorologische Sommer ist jetzt gleich vorbei in ein paar Tagen. Und bisher sieht es eigentlich relativ durchschnittlich aus. Mit Sonnenschein, mit Regen haben wir so um die 100% Regen, ein bisschen weniger Sonne, ein bisschen mehr. Das Gewohnte. Aber definitiv gab es keinen Dürresommer. Das ist schon mal sehr gut. Also das heißt, 2018, 2019 waren deutlich trockener. Und von den Temperaturen durch diese Hitzewelle, vor allem im August, sind wir jetzt wieder auf einem positiven Trend. Das heißt, so circa 1,5-2 Grad im Durchschnitt zu warm. Das heißt, auch wieder deutlich zu warm. Nicht ganz so warm wie jetzt 2018 oder 2019. 2019 war ja wirklich brachial. Viele haben ja erwartet, ja, der Jahrhundertsommer oder es kommt ein Allzeitrekord. Das gab es nicht. Da war es dann zwischendurch doch mal Tiefdruck geprägt und dann zu kühl. Gerade der Mai und der Juni, die brachten ja doch noch keine wirklich große Anzahl von Hitzetagen. Da gab es ja teilweise dann bis in den Juni noch keinen einzigen. Im Vergleich zu 2018, da hatten wir im Juni schon eine große Hitzewelle mit an die 40 Grad. Also dieses Jahr deutlich normalisiert, aber immer noch zu warm. Auch sehr gespannt sind wir auf den Winter. Die Großwetterstrukturen zeigen tatsächlich an, dass wir im Winter gute Chancen haben, dass sich die Großwetterlage so umstellt, dass wir direkt in den Oststrom kommen der kalten Luft. Das heißt, der Winter sieht seit einigen Monaten, laut den Großwetterstrukturen, sieht es so aus, als könnte der tatsächlich ziemlich knackig kalt werden. Und wenn das so käme, dann wäre es wahrscheinlich eine trockene Kälte, die von Osten kommt. Wenn dann mal sich ein Tief vom Atlantik reinmischt und eben die Warmluft westlich von uns zieht und so eine 5B-Wetterlage entsteht und so ein Polar-Arctic-Outbreak, dann kann auch richtig viel Schnee fallen. Also in Sachen Kälte sieht es gut aus. Ja, Gewitterpotenzial lässt natürlich jetzt auch nach. Die Schwüle verdrängt sich immer mehr, die Hitze verdrängt sich, da kommt auch nicht mehr was nach. Also Richtung 10. September sieht es nochmal danach aus, dass ein kleiner Spätsommerblock kommt mit teilweise auch Temperaturen um die 25, vielleicht sogar nochmal an die 30 Grad. Ob wir die 30 Grad Marke nochmal knacken, das bleibt weiter unsicher, wobei das tatsächlich nochmal möglich wäre laut einigen guten Modellen, vor allem dem Hauptlauf. Aber das halte ich doch für unwahrscheinlich, dass wir nochmal 30 Grad bekommen. Und wenn, dann wird das auch wieder nur ein kurzer Block. Richtung Ende September, Anfang Oktober könnte es nochmal schön werden. Dann kommt die Nebelphase und dann wieder die wechselhafte Phase. Es kann auch sein, dass es nochmal konvektiven Regen im September gibt. Also sowas wie jetzt, eben Fronten bzw. Wechselnde Großwetterlagen mit vielleicht dann auch wieder Gewittern. Also das mit den Gewittern ist auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben, ja, das ist noch nicht beendet. Da kann auf jeden Fall noch was nachkommen. Also eine durchgehend trockene Phase ist nicht in Sicht, eine durchgehend nasse Phase allerdings auch nicht. Also es gibt immer wieder Lichtblicke eben für Sommerfreunde, für Sonnenfreunde, die dann noch einen Nachschub von sonnigem bis leicht bewölkten, durchsetzten Wetter bekommen, wo es dann vielleicht mal hier und da ein bisschen schauern kann, aber größtenteils dann doch Hochdruck geprägt ist. Mit nochmal
einem Schub Warmluft bis Heißluft. Die wird aber bei weitem nicht so heftig wie im August. Wir haben ja jetzt auch schon dann September und Sonnenstand hat sich verändert, natürlich auch Sonnenaufgang, Tagesgang. Jetzt hat die Sonne nicht mehr so viel Kraft, das heißt, es kann jetzt gar nicht mehr wirklich heiß werden, so heiß, wie wir es gewohnt sind, mit über 30, weit über 30 oder 35 Grad. Das gibt es definitiv nicht mehr, aber es kann auch nochmal über 25 Grad bis an 30 Grad gehen. Aber dann so nach diesem nächsten Block, also wenn der kommt Mitte September, danach ist es dann ziemlich sicher auch Schluss mit den 25 plus. Da bleiben wir dann wahrscheinlich unter der Sommermarke und dann gucken wir mal. Der Oktober, der könnte dann anfangs wieder ganz gut werden. Das war es jetzt eigentlich. Wollte ich ja nur hier eine Impression machen vom Wetter. Jetzt wurde es zu einem richtigen Talk und zu einer Prognose und einem Rückblick und einer Analyse. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich nur zeigen, ja, dass die Kaltfront da ist. Ein Wetterupdate. Aber es hat mir gefallen. War mal schön, so frei einfach zu reden und den Stand aktuell, die Aussichten zu publizieren. Wie gesagt, vieles ist Spekulation, gerade das mit dem Winter, das mit dem Oktober, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Generell Wetterlage aktuell relativ unsicher, wobei das mit dem Sommerblock zur Mitte, beziehungsweise ab dem 10. oder so ein bisschen früher, also so in einer Woche, zwei Wochen, das sieht schon gut aus, dass es da dann nochmal schön wird und kurzzeitig beständig, aber wie gesagt, ne, das sind jetzt noch grobe Prognosen. Wenn ihr wollt, wenn euch das gefällt, dann kann ich natürlich auch genauere Prognosen machen, vielleicht so 3-Tages-Prognosen oder so, das würde mir schon Spaß machen. Jetzt genießen wir erstmal die Erfrischung mit der Kaltfront und danach können wir durchatmen, aber auf jeden Fall warm anziehen, beziehungsweise so kalt wird es nicht, aber in der Nacht auf jeden Fall braucht man die Jacke definitiv und Mütze dabei haben. Es wird nass, also macht das Beste draus und ja, das war's jetzt von diesem komischen Video, ich habe keine Ahnung.